Moin Moin. Es gibt eine neue Generation des Milchtaxis und die wollen wir heute mal kritisch unter die Lupe nehmen. Herr Dr. Rose, der Verantwortliche für das Milchtaxi, wird uns freundlicherweise die Neuerungen vorstellen. Ich weiß, Holmut Laue ist der Erfinder des Milchtaxis. Sie waren die Ersten, die eine Pasteurisierungslösung vorgestellt haben. Und die Version 3.0 mit den großen Rädern, dem großen Display und der Fernbedienung kenne ich auch. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man Eimerfütterung noch groß verbessern kann. Das glaube ich Ihnen, dass Sie sich das nicht vorstellen können. Aber das ist vielleicht auch gerade unsere Stärke, dass wir Probleme lösen, die sich noch niemand vorstellen kann. Ich zeige es Ihnen mal. Füttern Sie doch bitte mal diese Kälber. Ja, aber Moment, wie viel Liter kriegt denn jetzt das Kalb? Merken Sie was? Sie haben ein Problem. Und das Problem haben alle, die mehrere Kälber zu füttern haben. Sie müssen wissen, wie alt die Kälber sind und welche Menge sie bekommen sollen. Das ist gerade bei vielen Kälbern praktisch unmöglich. Ja, und wo ist die Lösung? Ja, fahren Sie doch mal an die Box und achten Sie auf die Anzeige. Die springt auf 2,5 Liter. Ja, das Kalb ist 5 Tage alt und soll 2,5 Liter bekommen. Mhm. Oh, der springt auf 3,5 Liter. Das Kalb ist auch schon deutlich älter. Das Milchtaxi erkennt die Kälber, kennt das Alter und berechnet daraus die jeweilige Tränkemenge? Wie geht das denn? Genau. Jede Box hat einen Transponder. Den erkennt unser Milchtaxi und kennt damit auch das Kalb. Jedem Kalb ordnen wir seine optimale Tränkekurve zu und können so die Tränkemenge exakt an das Alter anpassen. So wie es früher nur bei Tränkeautomaten ging. Wow, das revolutioniert die Eimerfütterung. Ja, da sind wir auch ziemlich stolz drauf. Aber das ist noch nicht alles. Wir tun jetzt mal so, als würden Sie das Milchtaxi auf die Fütterung vorbereiten. Gehen wir mal zusammen in die Milchkammer. Ja, Moment, wie viel Liter brauche ich denn jetzt? Merken Sie was? Sie haben schon wieder ein Problem. Aber auch dafür hat unser neues Milchtaxi die Lösung. Es weiß, wie viel Milch Sie zur nächsten Fütterung benötigen. Schauen Sie hier. In unserem Fall jetzt 136 Liter. Und, wie machen Sie das jetzt? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Wenn ich 136 Liter einer bestimmten Konzentration brauche, dann muss ich vorher wissen, wie viel Wasser und wie viel Milchpulver ich brauche. Ich habe Landwirte gesehen, die arbeiten mit so einer Tabelle, wonach sie sich die Werte dann ausrechnen. Ja, aber das ist kompliziert. Wir können das sehr viel eleganter. Sie bestimmen einmalig Ihre Schaufelgröße und mit welcher Konzentration Sie füttern wollen. Sind diese Werte einmal eingegeben, zeigt Ihnen das Milchtaxi, wie viel Wasser und Pulver Sie einfüllen müssen. Und der Clou daran ist, das Milchtaxi weiß, wie viel Wasser bereits eingefüllt wurde und wie viel Sie noch brauchen. Das ist schon echt stark. Aber wie machen das Leute, die Vollmilch mit einmischen wollen? Dann erkennt unser Milchtaxi, wie viel Vollmilch eingefüllt wurde und rechnet ihnen aus, wie viel Wasser und Pulver sie für die gewünschte Konzentration noch brauchen. Dabei ist auch eine Aufwertung von Vollmilch möglich. Das ist wirklich innovativ. Egal, wie viel Vollmilch Sie verwenden, am Ende ist die Konzentration immer gleich. Das hat sonst niemand. Genau. Deswegen haben wir dafür auch eine Medaille von der DLG bekommen. Und sollen wir noch einen draufsetzen? Dann schauen Sie mal hier. Das kenne ich. Das ist Calf Guide, das Kälbermanagementprogramm für den Tränkautomaten. Nee, das ist Calf Guide für Milchtaxi. Das heißt, Sie speichern jetzt auch alle Daten des Milchtaxis? Genau. Sie können die komplette Historie einsehen. Wann wurde wie viel und mit welcher Temperatur gefüttert? Wann wurde pasteurisiert und wie lange? Und Sie können jederzeit den aktuellen Status des Milchtaxis aufrufen. Zum Beispiel, ob die Pasteurisierung bereits abgeschlossen ist. Was meinen Sie, für welche Betriebe ist das Milchtaxi besonders interessant? Für den Mitarbeiter wird die Arbeit einfacher und die Kälber werden verlässlich exakt gefüttert. Das ist für jeden Betrieb interessant.
Dass die Fütterung jetzt besser zu überwachen ist und alles genau dokumentiert wird, ist mit Sicherheit für Betriebe mit wechselndem Personal sehr wichtig. Okay, verstehe ich. Aber wenn ich jetzt vor einem Jahr bei Ihnen Milchtaxi 3.0 gekauft habe, dann muss ich jetzt ein neues kaufen? Nein. Alle neuen Funktionen sind bei Milchtaxi 3.0 nachrüstbar. Wow, stark. Also aus 3.0 wird 4.0. Herzlichen Glückwunsch zu den Innovationen. Vielen Dank und vielen Dank auch für das nette Gespräch. Gerne. Ja, nun lassen Sie mich mal Kälber füttern.